Erklärung stammt nicht von mir, sondern sie ist von Alem Sacasas in einem Artikel, der breit diskutiert worden ist im Internet, Theory of Zoom Fatigue, und möchte diese Theorie kurz vorstellen. Dazu gibt es ein paar Vorbemerkungen von Sacasas. Die erste ist, dass Kommunikation ganz grundsätzlich anstrengend ist. Kommunikation ist mit Unsicherheiten verbunden. Also ich muss ganz viele verschiedene Signale interpretieren. Ich muss Sprache dekodieren. Ich muss das, was nicht direkt gesagt wird, aber mitgemeint ist, entschlüsseln. Ich muss Körperhaltung wahrnehmen. Ich muss einen Blickkontakt einer anderen Person, ihre Mimik, ihre Gestik, muss ich alles mit einbeziehen. Also ich muss verschiedene Signale verarbeiten und oft sehr schnell auch darauf reagieren. Also wenn ihr an Tagen arbeitet und viel kommunizieren müsst, dann ist es auch so sehr anstrengend. Also Unterricht im Schulzimmer ist auch grundsätzlich anstrengend. Dann ist es so, dass Medien einige Dinge einfacher, andere schwieriger machen. Also ich habe mich jetzt vor dem Wort Dinge platziert. Das passiert, weil ich hier einfach eine Präsentation gemacht habe. Also da steht Dinge. Und das bedeutet, dass Medien eine Affordanz haben. Was heißt jetzt das? Also, wenn ich mit jemandem telefoniere, dann macht es einfacher, dass die andere Person sich auf das, was ich sage, konzentrieren kann. Aber sie kann nicht meinen Gesichtsausdruck nachvollziehen, sie kann nicht meine Körperhaltung sehen. Das ist sehr, sehr schwierig. Und sie kann zum Beispiel, wenn ich ihr einen langen Internetlink, eine URL mitteile, dann muss sie die aufschreiben, entschlüsseln. Ihr kennt vielleicht auch das, dass man buchstabiert übers Telefon und dann immer noch einen Namen sagen muss, also D wie Dorothea, weil das halt tatsächlich sehr schwierig ist, einzelne Buchstaben übers Telefon zu verstehen. Dieses Problem gibt es bei E-Mail überhaupt nicht. Wenn ich da ein Wort, auch ein schwieriges Wort, ein Passwort mitteilen will, dann gibt es kein Problem damit, dass die andere Person den richtigen Buchstaben versteht, weil der steht ja da, also ich muss den nicht sagen. Dafür ist es sehr schwierig zu hören, wie ich mit welcher Stimme ich das jetzt gesagt habe, weil da keine Stimme ist. Das ist mit Affordanz grundsätzlich gemeint. Also auch wozu lädt ein Medium ein? Ich zeige das hier noch ein Beispiel aus Instagram. Wenn ich jetzt dieses Bild von mir beim Joggen publizieren möchte, dann lässt mich Instagram eine Bildunterschrift verfassen, aber was es nicht tut, ist, es lässt mich nicht einen Link dort platzieren. Ich kann grundsätzlich aus Instagram sehr schlecht verlinken. Ich habe nur im Profil einen Link, den ich einsetzen kann. Die verifizierten Konten können das auch aus den Stories raus machen. Aber ich kann beispielsweise Personen markieren, ich kann auch Businesspartner markieren und ich kann ganz leicht einen Ort hinzufügen, wo ich das gemacht habe. Also gewisse Dinge gehen total leicht und andere Dinge werden mir unmöglich gemacht durch den Kanal, den ich wähle. Und so ist es natürlich auch bei Videokonferenzen, dass gewisse Dinge mir einfach gemacht werden und andere schwierig. Grundsätzlich, was es mir einfach macht, ist Multitasking. Also bei Videokonferenzen habt ihr euch sicher auch schon ertappt, ihr habt noch das Handy nebenbei liegen und dann schaut ihr mal, ah, kommen da noch Nachrichten rein, ist das was Wichtiges, müsste ich vielleicht noch eine Mail beantworten, Social Media checken. Also so in Phasen, wo ihr nicht gefragt seid in der Videokonferenz, schweifen wir ab und denken, ah, jetzt könnten wir noch so ein bisschen Arbeit oder Halbarbeit oder Vergnügen erledigen, so nebenher. Und so sind wir sehr schnell in Situationen, in denen wir zwei, drei Dinge gleichzeitig tun, macht uns müde. Der nächste Punkt ist, wir sitzen so vor diesen Bildschirmen und oft haben wir zu Hause einen Arbeitsplatz, der nicht optimal eingerichtet ist. Also wir müssen uns irgendwo zurückziehen, wir kauern uns dahin, wir versuchen vielleicht auch den Laptop ein bisschen hochzuhalten, dass wir nicht so von unten gefilmt werden. Ja, ich versuche es jetzt ein bisschen, sondern dass das einigermaßen gut aussieht. Entschuldigung, das ist ein bisschen Asthma vom Joggen, das habe ich ja jetzt gleich gezeigt, wie ich gejoggt bin. Gut. Und diese Körperhaltung ist sehr anstrengend, weil ich mich so ein bisschen festturnen muss, damit ich da immer in diesen Bildschirm reinschaue. Es ist nicht eine natürliche Körperhaltung.
Ich kann auch nicht kurz, ich stehe mal kurz auf, ich gehe ein bisschen rum, wie viele das im Schulzimmer auch tun. Es ist nicht möglich, ich kann sehr schlecht die Position wechseln. Macht es auch anstrengend. Jetzt ein letzter Punkt, und zwar hier werde ich dann auch zu sehen. Bei Videokonferenzen sehe ich mich oft selber, also hinter meinem Bild bin nochmal ich aus einer Videokonferenz. Also in einer Kommunikation nehme ich mich selber schon auch wahr. Also ich habe so das Problem, ich spreche mit jemandem und gleichzeitig denke ich darüber nach, wie komme ich rüber, wie nimmt mich die andere Person wahr. In einer Videokonferenz tue ich das auch, also ich möchte überzeugend sein, ich möchte gut aussehen, ich möchte freundlich sein, ich möchte professionell wirken. Und gleichzeitig nehme ich immer noch mich selber wahr. Also ich schaue mir zu, wie ich ein Video aufnehme. Ich habe mich im Bild und das verdoppelt mich. Also ich habe zunächst einmal ich und mich. Ich sehe mich und ich habe ein ganz anderes Gefühl von mir selber. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr Videoaufnahmen oder Audioaufnahmen von euch hört, dann denkt ihr, ah, so sehe ich wirklich aus oder das ist ja furchtbar meine Stimme, wie klingt denn das, wenn ich was sage? Und dieses Gefühl, euch selber aufgenommen zu hören oder euch selber zu sehen, das habt ihr bei Videokonferenzen permanent. Das hat eine enorm hohe Irritationskraft. Jetzt, jetzt muss ich tatsächlich noch das Bild verschieben, sonst geht es nicht. Versuche da gleich zurückzukommen. So, Entschuldigung. Also was der Kaiser sagt, ist, das Problem ist, dass der Körper da ist, aber ist auch nicht da. Was heißt das genau? Also ich verstehe es grundsätzlich so. Ich sehe meinen Körper, also ich sehe jetzt hier mich, ich sehe mein Gesicht, ich sehe meinen Oberkörper, ich sehe meine Hände. Und gleichzeitig ist das, was ich sehe, nicht mein echter Körper, sondern es ist ein zweidimensionales Abbild dieses Körpers. Und ich würde mich, so sagt der Kassas, wenn ich mich auf Kommunikationssituationen vorbereite, dann nehme ich eine bestimmte Haltung ein. Ich habe zur Veranschaulichung diesen XKCD-Comic ausgewählt und hier wird enorm reduziert, werden Menschen dargestellt, aber es ist sehr deutlich, dass die eine Körperhaltung haben. Also wenn ihr jetzt mal oben das zweite Bild von rechts anschaut, dann sagt der Mensch mit dem Hut, sagt irgendwas über einen Menschen und der Mensch mit der Frisur sagt, da hinten hat es einen Spalt oder sowas, das ist Gefahr. Und die halten die Arme und die Beine auf eine bestimmte Art und Weise, die das ausdrücken und sie verhalten sich zueinander. Also sie nehmen den Körper der anderen Person wahr und positionieren ihren Körper. Und das ist bei Videokonferenzen beschränkt möglich. Ich nehme zwar die anderen Personen wahr, aber ich kann mich nicht zu ihnen verhalten, weil ich nur so in diese Kamera reinsprechen kann. Das ist das, was ich so als Grundproblem oder als Grundtheorie von Sacasas verstehe. Er führt das noch ein bisschen weiter aus und das ist ein Punkt, den ich sehr gut nachvollziehen kann. Augenkontakt ist in einem Face-to-Face-Meeting reziprok. Also ich sehe, wie er mich anschaut und kann dann zurückschauen, ich kann wegschauen, ich kann den Kontakt annehmen, ich kann ihn vermeiden, ich kann auch jemanden anschauen, der mich nicht sieht. Das bemerke ich. Bei Videomeetings merkt ihr nicht, wo all diese Leute, die in diesen Meetings sind, genau hinsehen, wen sie sehen, was sie sehen, sondern ihr merkt nur, was ihr selber seht. Also dieses, ich checke ab, wer schaut mich an, wen schaue ich an, das funktioniert in diesen Online-Meetings nicht. Zudem gibt es bei der Stimme eine leichte Zeitverzögerung, was enorm viel Aufwand bedarf. Also hört ihr mich? Ich bin nie ganz sicher, überträgt es mein Mikrofon. Und dazu kommt aber auch, ich muss immer ein bisschen warten, bis die andere Person mich gehört hat. Das muss ich mit einkalkulieren. Also auch da habe ich noch eine zusätzliche Schlaufe, die abläuft. Führt dann zum Ergebnis und, ja, Entschuldigung, ich muss noch einmal mich kurz verschieben. Das ist jetzt das umständlich in dem Video. Gut, es führt zum Ergebnis, wir nehmen Körper wahr, aber wir können uns nicht richtig zu diesen Körpern positionieren, nicht vom Augenkontakt her, nicht von der Stimme her, nicht von der Körperhaltung her. Das macht das Ganze enorm anstrengend.
Und in uns laufen Prozesse ab, die wir geschult haben, unser Leben lang, wie begegne ich jemandem in der Kommunikationssituation. Und das, wenn wir Lehrerinnen und Lehrer sind, dann haben wir das ja nochmal gelernt, wie begegnen wir Klassen im Schulzimmer. Und jetzt, wie begegne ich einer Klasse in einer Videokonferenz oder anderen Menschen. Das sind dann ganz viele Prozesse, die unbewusst ablaufen, die sich aber noch nicht an dieses mediale Umfeld angepasst haben. Also wir müssen grundsätzlich mal trainieren, da sind wir jetzt dran, diese Videokonferenzen zu führen. Das heißt dann für mich, erstens versuchen, dieses Multitasking zu vermeiden, zweitens versuchen, Haltungen zu finden vor dem Rechner, die uns ein gewisses Wohlbefinden, auch einen gewissen Freiheitsgrad erlauben. Vielleicht unser eigenes Bild komplett ausblenden, dass wir uns selber gar nicht mehr sehen. Also die Einstellungen suchen, die verhindern, dass wir uns selber beim Sprechen zusehen. Versuchen, die richtige Auswahl zu treffen, dass wir die Personen sehen, die uns ein gutes Feedback geben und einfach üben, dass es so funktioniert. Also die Hoffnung wäre dann, wenn wir jetzt 100, 200 Videokonferenzen gemacht haben, dass sie dann deutlich weniger anstrengend werden. Im Moment könnt ihr sicher sein, mit dieser Zoom-Fatigue oder Videokonferenzmüdigkeit seid ihr nicht alleine. Danke fürs Zuschauen. Ich interessiere mich auch, wenn ihr Feedback dazu habt, weitere Thesen oder Theorien kennt, hinterlasst sie doch als Kommentar. Bis bald, macht's gut.